Sappi-Papier wird aus Holz erzeugt, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Plantagen stammt. Für die Papierproduktion werden entweder Laubhölzer wie Birke, Pappel, Buche und Eukalyptus oder Nadelhölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer verwendet. Nadelholz hat längere Fasern als Laubholz und verleiht dem Papier höhere Festigkeiten. Auf dem Holzplatz werden die Holzstämme in einer rotierenden Trommel entrindet. Danach werden die Stämme zu Hackschnitzel zerkleinert. Ein Hauptrohstoff für die Papierherstellung sind Hackschnitzel, die in Sägewerken als Nebenprodukt anfallen. Die Hackschnitzel werden auf einem Förderband zur Zellstofffabrik befördert. In der Zellstofffabrik kommen die Hackschnitzel in einen Kocher, wo sie in einer Säurelösung gekocht werden, um das Lignin herauszulösen und die Pflanzenfasern freizulegen. Der in diesem Prozess hergestellte Zellstoff wird als holzfrei bezeichnet, da das Lignin herausgelöst wurde. Die Fasern werden gewaschen, um die Säurelösung zu entfernen. Der Zellstoff ist jetzt weich und faserig. Bevor der Zellstoff zur Herstellung von weißem Papier verwendet werden kann, muss er gebleicht werden, um Ligninrückstände, durch die das Papier mit der Zeit vergilben würde, zu entfernen. Zur Schonung der Umwelt wird Chlor freigebleicht unter Verwendung von Sauerstoff und Peroxid. Die gelbbraunen Hackschnitzel sind in der Zellstofffabrik zu weichem, weißem Zellstoff geworden, dem Hauptrohstoff in der Papierherstellung. Der entstandene Zellstoff kann getrocknet und balliert zu anderen Papierfabriken transportiert werden, die entweder über keine eigene Zellstofffabrik verfügen oder eine spezielle Art Zellstoff benötigen, um ihrem Papier besondere Eigenschaften zu verleihen. Ob der Zellstoff nun vor Ort erzeugt oder auf dem Markt zugekauft wurde, in der Papierfabrik wird ihm zunächst einmal Wasser zugesetzt. Die Zellstofflösung wird in Refinern mit Hilfe einer Reihe rotierender und stationärer Messer gemahlen. Dadurch erhalten die Fasern einen variablen Anteil an Spleißfasern. Spleißfasern binden sich besser an daneben liegende Fasern, wodurch festeres Papier erzeugt werden kann. Holzfasern allein würden eine raue Textierung und eine ungleichmäßige Dichte des Papiers ergeben. Deshalb werden Füller wie Calciumcarbonat und Kaolin zugesetzt, durch die eine höhere Opazität und eine besser kontrollierbare Dichte erzielbar ist. Farbstoffe, Pigmente und Leim können ebenfalls dem Zellstoff beigemischt werden, um das Aussehen und die Eigenschaften des Papiers zu verbessern. Das bei weitem wichtigste Prozessmaterial ist Wasser. Rund 100 Liter Frischwasser sind erforderlich, um 1 Kilogramm Papier zu erzeugen. Ausgeklügelte Wasseraufbereitungsanlagen und geschlossene Umlaufwassersysteme an der Papiermaschine machen es möglich, dass 90% des Wassers wiederverwendet werden kann. Die Zellstofflösung, ein sorgfältig erstelltes Gemisch aus in Wasser gelösten Fasern, Füllern und Pigmenten, kann nun der Papiermaschine zugeführt werden. Die Papiermaschine ist das Herzstück der Papiererzeugung. Hier laufen eine Reihe kontinuierlicher Produktionsprozesse, die die Zellstofflösung in perfekte Papiersorten für jede erdenkliche Marktanwendung verwandeln. Der Stoffauflauf befindet sich am vordersten Teil der Papiermaschine. Hier wird die Zellstoffsuspension unter hohem Druck direkt in den Spalt zwischen den beiden endlos umlaufenden Sieben aufgebracht. Diese befördern die Suspension in den Gapformer, der das überschüssige Wasser sehr rasch beidseitig aus dem Gemisch abtransportiert.
Dadurch wird der Faserstoff innerhalb von Millisekunden nach Verlassen des Stoffauflaufs immobilisiert und zu einer kontinuierlichen Papierbahn, die noch feucht und fragil ist, aber schon die wichtigsten Blatteigenschaften aufweist. In der Pressenpartie wird die Entwässerung durch Endlosfilze fortgesetzt, die den Großteil des Wassers aus der filigranen Papierbahn pressen und ein Reißen des Blattes verhindern. In der Schuhpresse wird das Papier durch eine weiche rotierende Walze gegen einen hydraulisch bewegten Metallschuh gepresst. Durch diesen Druck wird das Wasser aus dem Papier herausgedrückt und dann mit Hilfe der Feuchtfilze abtransportiert. Den längsten Abschnitt der Papiermaschine bildet die Trockenpartie mit ihren Trockenzylindern. Diese riesigen, beheizten Walzen trocknen das Papier und verleihen ihm ausreichend Festigkeit, sodass es stabil und für die nachfolgenden Verfahren, die seine Oberflächeneigenschaften bestimmen, vorbereitet ist. Die Papierbahn läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1400 Meter pro Minute durch die Papiermaschine. Jeder Prozess wird kontinuierlich überwacht, um die Konsistenz in der Produktion sicherzustellen. Das Papier durchläuft einen Kalander, in dem zwei fein polierte Stahlwalzen in einem präzise festgelegten Abstand zueinander für eine gleichmäßige Papierdicke sorgen. Das Papier wird nun in einer Reihe von Leim- und Streichpressen weiter behandelt. Hier werden mit Hilfe des Filmpressverfahrens Stärke und Streichfarben auf die Oberfläche aufgetragen. Die Streichfarbe wird auf eine elastische Walze gesprüht, die danach den Strichfilm auf die Papierbahn überträgt. Mit der Filmpresse wird eine gleichmäßig dicke Strichschicht erzielt, die sich der Oberfläche anpasst. Nach jedem Streichprozess wird die Oberfläche durch Infrarot-Heizungsaggregate und Trockenzylinder getrocknet. Durch Leimung der Oberfläche trocknen die Druckfarben besser auf der Papieroberfläche, anstatt vom Papier absorbiert zu werden. Dies erhöht die Farbintensität des fertigen Druckes und verbessert die Oberflächen- und Wasserfestigkeit des Papiers. Das Papier wird auf eine Reihe von Stahlkernen, die sogenannten Tambure, gewickelt, die gegen einen Pope-Roller gepresst werden. Damit wird gewährleistet, dass das Papier mit der richtigen Spannung auf die Tambure gewickelt wird. Pro Stunde erzeugt die Papiermaschine eine Jumbo-Rolle mit einer 80 Kilometer langen Papierbahn in 8,5 Meter Breite und einem Gewicht von 120 Tonnen. Der Papiermaschinenführer überprüft sorgfältig alle Kriterien der Rohpapierqualität wie Dicke, Opazität und Glätte und stellt sicher, dass die Papiereigenschaften den Spezifikationen entsprechen, bevor der Roboterwagen die Jumbo-Rolle zur Weiterverarbeitung abtransportiert. Die endgültigen Oberflächeneigenschaften erhält das Papier in den Streich- und Verarbeitungslinien. Das Papier auf der Jumbo-Rolle kann zum Beispiel mit glänzender oder matter Oberfläche, Natur oder Hochweiß verkauft werden. Die Komponenten der Streichfarbe werden entsprechend vorgegebenen Rezepturen in Tanks in der Streichküche gemischt. Das wichtigste Farbpigment ist Calciumcarbonat, das für den Weißegrad der Papieroberfläche verantwortlich ist. Die Streichfarbe kann aber auch Kaolin und Talkum enthalten. Bindemittel können natürliche Stärke oder rein synthetische Komponenten wie Latex sein. Um eine glattere Oberfläche zu erzielen, wird jede Seite im Rakelstreichverfahren noch bis zu zwei weitere Male gestrichen. Jeder Strichauftrag wird direkt auf das Papier aufgesprüht und dann durch ein Stahlmesser abgestreift.
Durch den Druck des Rakelmessers, der Unregelmäßigkeiten ausgleicht, wird eine gleichmäßige Papieroberfläche erzielt. Durch Streichen und anschließendes Trocknen jeder Seite werden die entsprechenden Papiereigenschaften jeder Papiersorte herausgebildet. Das Papier verfügt nun zwar über die richtigen Grundeigenschaften und die optimale Strichbeschaffenheit, was aber noch fehlt, ist das perfekte Oberflächenfinish. Dieses wird im Superkalander erzeugt. Das Papier wird zwischen bis zu 10 Walzen hindurchgeführt, die jeweils Druck und Hitze auf die Papierbahn aufbringen. Diese Walzen weisen unterschiedliche Oberflächen auf, wie hochfester Stahl und weicher Gummi, je nachdem, welcher Glanz erzielt werden soll und welche Oberflächenbehandlung erforderlich ist. Die Papierbahn wird nun für den Transport auf einen anderen Stahlkern aufgewickelt. Diese Jumbo-Rolle weist nun alle für den Endverbrauch nötigen Eigenschaften auf, bis auf ein letztes Detail, die Größe. Die Jumbo-Rollen werden zu einer Rollenschneidmaschine transportiert. Rotierende Messer schneiden die Rolle in mehrere schmale Rollen, die aufgerollt und in die Ausrüstungsabteilung transportiert werden. Mehrere Rollen werden gleichzeitig in den Querschneider eingebracht, der das Papier in Bogen schneidet und auf Paletten stapelt. Bei verschiedenen Druckverfahren wie Heatset-Rollenoffset, Cut-Star und Etikettendruck wird Papier in Rollen verwendet. Diese Rollen werden nicht geschnitten und auf automatischen Förderbändern weitertransportiert. Ob das Papier nun für eine Bogendruckmaschine in Bogen geschnitten wurde oder für Rollen-Offset-Druck in Rollenform verbleibt, sein Ziel ist immer dasselbe: die Verpackungsstraßen und Lagerhallen. Jede Papierrolle wird in Kraftkarton verpackt, um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden. Jede Palette mit Formatware wird entweder mit Schrumpffolie umhüllt oder gerießt und ist damit bereit für die Auslieferung an den Kunden. Jede Lieferung, ob Format oder Rolle, erhält ein Etikett mit dem Sortennamen, einer Chargennummer, aus der die genaue Herstellungshistorie ersichtlich ist, und dem Bestimmungsort. Nun muss das Papier, ein mit einem Etikett versehenes, qualitätskontrolliertes Produkt mit genau festgelegten Eigenschaften und Leistungsparametern, nur noch an den Kunden verschickt werden.